Und herzlich willkommen zurück, euer GB Crazy ist im Start. Mann, habe ich hier ewig keinen Kanal mehr Video gemacht. Ja, weiß mich gar nicht mal, wie ich mich nennen soll. Rubbelkaiser oder GB Crazy. So, wir machen mal mit einem fetten Armboxing-Messer ein Bäckchen auf. Von den Card Buddies, also ist eine Bestellung, also ist nichts Besonderes dran. Besonderes doch, meine Karten sind drin. Aber wir gucken mal rein, was da Schönes drin ist. Würde ich mal sagen. Da, 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 da. So. Dann gucken wir mal rein, was da Schönes drin ist. Platsch. Papier. Ein Briefchen. Zwei Dinger, zwei Kärtchen, eine Rechnung, na, ist hinter der Rechnung auch noch was? Haben wir nichts. Wir haben zwei Karten. Und natürlich, hier haben wir unsere. Ah! Eine andere Verpackung, wie es ausschaut. Und sie haben Tesafilm draufgeklebt. Haben sie etwa das Video gesehen? Ich vermute mal schon. Tesafilm. Der beste Freund der Pokémon-Karten. Die Ironie. So, wir haben hier unseren ganzen Bulkstapel mit Codekarten und so. Und das zweimal. Das ist sogar ein hübsches Morpeko. Morpeko! Finde ich interessant. Aber zumindest waren es zwei Schwert und Schild 18er. Deswegen. Ja, kann man machen. Und wir gucken uns auch die Hits an. Die müssten sich hier drin verbergen. Sogar in Luftpolsterfolie. Nobel, nobel. Geht's in welche Runde, sagt man dazu? Nobel, nobel. Läuft. Luftpolsterfolie. Warte mal, das müssen wir ja... Knicke Folie! Ja, wenn du es mal knicken willst, funktioniert es nicht. Aber sonst, knacks, knacks, knacks. Ihr wisst schon. Luftpolsterfolie ist immer geil. Deswegen gucken wir mal ran, was wir da Schönes gezogen haben. Wir haben eine Mary in Holo. Ein Belektro in Holo. Die Forschung des Professors in Holo. Noch ein Belektro. Oder, ja, aber einen anderen Artwork. Nice. Einen goldenen Flottenball. Was will man mehr? Schöne Karte. Und ein goldenes Summer Center. Die zweite. Nein. Doch. Naja. Irgendwie schon. Aber wie das schön glitzert, Leute. So schön glitzer, glitzer. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr reingehen? Vielleicht sieht man ein bisschen was. Ja, kann man erkennen. Nice. Hier nochmal ein Flottball. Juhu. Goldkarten sind so geil, Leute. Goldkarten sind einfach nur so nice. So, ein Morpeko. Ein Lapras wie. Ein Regirock V. Die Forschung des Professors in Full Art. Überhaupt coole Struktur. Sieht man das? Ja, das sieht man. Ein Morpeko in Full Art. Einen guten alten Hamster. Ein Kurtel wie ein Keldeo V. Und was haben wir noch? Ein Gortrom Holo. Sowie ein Mautzinger Holo. Nice, nice, nice. Das haben wir aus 2,18er rausgezogen. Kann man machen, oder? Kann man machen. Zwei Goldkarten. Und
Zwei Full Arts, eine V-Max, ein Haufen Holos zwar, dann drei V-Karten, haben wir schon 8 Hits, 4 V-Karten, ich beinahe überschlagen, 9 Hits und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holo-Karten. Also, das wäre ein cooles 36er-Display, wenn es das wirklich geben würde. Also, die haben richtig reingeballert, würde ich mal sagen. Ja, mit diesen wunderschönen Hits, vor allem mit den 4 Hits, würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer GP Crazy ist raus. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren und vielleicht bei den Cup-Partys vorbeischauen. Link ist, glaube ich, unten in der Beschreibung. Oder mit der Endcard. Tü-tü-tü.